glaube, mein Informant hatte mal wieder recht. Sie ist verdammt vorsichtig. Sie ist jetzt Ecke Seilerstraße, Hamburger Berg. Ich folge. Verstanden. Zu verbergen hat, warum guckt die sich die ganze Zeit um? Oh Mann, 3 Kilo Kokain. Wenn die uns zu ihren Auftraggebern führt, das gibt doch einen riesen Fang, oder? Mhm. Jetzt müsstet ihr sie gleich sehen. Da. Da ist sie. Da, die kommt direkt auf uns zu. Jetzt wird's richtig spannend, oder? Mhm. Echt. Total. An alle, sie ist gleich bei uns. Die Funke runter. Scheiße. Zugriff. Zugriff, sie hat uns entdeckt. Ich glaube, ich spüre noch. Was macht ihr denn da? Hey! Hey, stehen bleiben! Bleib sie stehen! Seid ihr doch vernünftig! Halt! Hände bleiben, hab ich Oh Mann, habt ihr Gauner denn alle kein Hirn? Nach oben, nach oben, nach oben. Warum müsst ihr denn immer nach oben abhauen? Denkt ihr vielleicht, da kommt ein UFO vorbei und nimmt euch mit? Los, Gesicht zur Wand. Na los. Und die Putno. Was wollt ihr von mir? Sie sind vorläufig festgenommen. Warum? Wegen Drogenschmuggels. Ich hab nix. Hab ich vielleicht irgendwo Drogen? Wo ist denn der Rucksack? Was für ein Rucksack? Keine Sorge, den finden wir schon. Suchen Sie den hier? Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen draußen warten. Danke, ohne Sie hätten wir das Problem so schnell nicht gelöst. Ohne Sie hätten wir das Problem jetzt gar nicht gehabt. Los, raus. Na, hier durch. Thank you.
Tut mir leid, Frau Polizeipräsidentin. Ihre Tochter ist mit Frau Ludwig und mit Frau Nicolaido unterwegs. Sie ist doch wohl hoffentlich nicht auf einem gefährlichen Einsatz. Nein, nein, selbstverständlich nicht, Frau Polizeipräsidentin. Es ist nur so. Meiner Tochter kann nichts aufregend genug sein. Darum frage ich. Sie wissen doch selbst, dass Praktikanten bei uns nur einen beobachtenden Status haben. Das bin ich unbekannt. Ich glaube, dass ich eine entsprechende Dienstanweisung sogar selber rausgegeben habe. Nichtsdestotrotz, nach 20-jähriger Erfahrung mit meiner Tochter, weiß ich natürlich um ihre Überredungsgabe. Du bist unfair, Sabrina. Unfair, ich? Ich sag dir mal, was unfair ist. Unfair ist, dass wir hier die Kindergärtnerinnen von dem Töchterchen der Polizeipräse spielen dürfen. Und wenn wir die Mäuschen zu nahe treten, dann rennst du zur Mama. Bringen Sie bitte zum Erkennungsdienst. Nimmst du das hier mit? Sag mal, wieso geht denn hier mein Handy nicht? Die ist noch nie zu ihrer Mama gerannt. Muss sie auch nicht, weil sich hier jeder in einen Bettvorleger verwandelt, sobald das Prinzesschen hier auftaucht. Herr Fellmer, wieso habe ich hier im Gebäude kein Netz? Ja, die haben auf dem Dach die alten Antennen abgebaut und übermorgen stellen sie die neuen auf. Und dann soll es super gehen. Ja, aber ich will nicht übermorgen telefonieren, sondern heute. Dann nimm doch einfach ein Telefon. Stehen doch genügend rum, die haben so Hörer dran. Na, Dilber, schon Feierabend? Ja, habe ich auch verdient. Ach, das wäre ja zum ersten Mal in der jüngeren Polizeigeschichte der Stadt Hamburg. Ja, Mädchen. Bisschen Tee muntert immer wieder auf. Danke, Herr Alison. Ja, nun machen Sie sich mal nicht verrückt. Ich bin Praktikantin. Und die Tochter der Polizeipräsidentin. Zucker? Mm-mm. Die haben doch die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich irgendeinen Fehler mache. Da haben sie auch nicht lange warten müssen. Die Frau hätte uns zu ihren Auftraggebern führen können. Und ich habe alles verbockt. Ja. Wird schon wieder. Drei Kilo Kokain. Eigenbedarf. Das sind aber ein paar Nasen voll. Also mit der Ausrede brauchen Sie den Richtern gar nicht erst zu kommen. 3 Kilo, Ellen. Was glaubst du? Was gibt das an Jahren? 2 pro Kilo, würde ich sagen. Und auf Drogendealer sind unsere Richter im Moment gar nicht gut zu sprechen. Ich bin kein Drogendealer. Aha, kein Dealer? Ja, was bist du dann? Der Postbote? Was solltest du dafür kriegen, dass du das Zeug aus Marokko rübergebracht hast? Ja, wir wissen, woher du kommst. Wer hat ihnen den Stoff gegeben? Wo solltest du ihn hinbringen? Was hat er ihnen versprochen? Egal, was es war, er wird es nicht halten. Glauben Sie wirklich, ihr Schicksal kümmert den? Du bist ihm scheißegal. Der interessiert sich nur für seinen Stoff und ich bin mir sicher, wird ziemlich sauer, wenn er ihn nicht kriegt. Sie wird nicht kommen. Wahrscheinlich haben Sie sie schon in Marokko geschnappt. Mann, ich brauche den Stoff. Ich habe dich gewarnt. Wenn ich Dimitri die 3 Kilo Koka gebe, dann hält er erst mal still. Die nächsten 2-3 Wochen. Darf es noch was sein? Hey, ist was? Eifersüchtig? Ach, der soll dich nicht so angucken. Klar bin ich eifersüchtig. Wir müssen es machen. Klar, schon, Baby. Und wer übernimmt so lange die Bar? Ich meine, wir müssen es durchziehen. Der Kleine kann den Stoff immer noch bringen. Und wenn?
Wie lange wird Dimitri stillhalten? 3 Wochen? Und dann? Dann hast du immer noch deinen drittklassigen illegalen Spielclub. Und Schulden ohne Ende. Wird schon besser. Irgendwie. Wir haben nur eine Chance, aus diesem Dreck hier rauszukommen. Wir müssen unser Ding durchziehen. Okay. Geht klar. Sag ihm, dass es losgeht. Vielleicht. Könnte nicht besser sein. Weißt du, wie viel Glück du hattest? Weißt du, was die in Marokko mit Drogenschmugglern machen? Bin aber nicht in Marokko. Sag mal, Mädchen, hast du die letzten Stunden überhaupt richtig zugehört? Wir haben ihnen ein Angebot gemacht, ein faires, wie wir meinen. Die ganze Sache ist mit der Staatsanwaltschaft abgesprochen. Sie sind keine Drogendealerin. Du bist auch kein durchgeknallter Junkie. Du bist sauber. Noch nie festgenommen, noch nie irgendein Verfahren am Hals. Der Staatsanwalt würde auf Bewährung plädieren. Unter einer Bedingung. Du sagst uns, wer dich geschickt hat. Maja, was glaubst du, wie oft wir Mädchen wie dich hier haben? Es ist doch immer wieder die gleiche Geschichte. Da kommt jemand und spricht von der großen Liebe. Ist großzügig, macht ein paar Geschenke. Und dann bittet er um einen kleinen Gefallen. Einen ganz kleinen. Und es ist ein Zeichen seines Vertrauens, dass er ihnen so was Kostbares überlässt. Schon mal gehört, was? Macht er das mit anderen auch? Diese Typen haben doch alle die gleiche Masche. Die denken, es passiert ihnen nichts. Gehen ja auch kein Risiko ein. Nur du begibst dich in Gefahr. Und wenn es schief läuft, dann landest du hinter Gitter, nicht er. Glauben Sie wirklich, dass er Sie im Knast besucht? Wenn wir ihn fragen, dann hat er von dir noch nie gehört. Wer, Maja? Hallo. Ich habe Kaffee gemacht. Es dauert ja ewig hier. Wir sind ja auch alle schon ziemlich müde. Möchte jemand Milch und Zucker? Oder lieber Tee? Wie blöde darf man eigentlich sein, ha? Au, sie tun mir weh! Und wen tust du weh? Was habe ich denn getan? Was habe ich denn getan? Du hast unseren ganzen verdammten Fall sabotiert. Erst verbockst du unsere Observation und dann marschierst du in unser Verhör rein wie eine Kellnerin. Noch jemand ein Stückchen Zucker? Oh Mann, die war gerade dabei auszupacken und jetzt ist sie wieder zu wie eine Auster. Das tut mir leid. Die alleroberste Regel bei einer Vernehmung ist, man marschiert nie in ein Verhör rein. Es sei denn, man wird vom Vernehmungsleiter dazu aufgefordert. Ist das klar? Sabrina. Aber mir reicht's. Ich mach das nicht mehr mit. Sie hat's doch nur gut gemeint. Na toll. Das nächste Mal geht jemand drauf, weil sie es gut gemeint hat, ja? Ist vielleicht besser, Sie gehen erst mal nach Hause, ja? Wir reden morgen drüber. Auch schon da. Ah. Wie spät ist es? Früh. Morgen komme ich pünktlich, versprochen.
Und du hast mich angerufen. Mein Handy ging nicht. Das ist ja eine miese Ausrede. Kein Netz. Alles, hast du ein Netz? Bin ich ein Fischer? Hast du Dilber schon gesehen? Nee. Keine Ahnung, wo der steckt. Der wird doch nicht etwa. Was? Ach, schon gut. Sag mal, du spinnst voll. Hey! Scheiße! Oh, wie spät ist denn? Zu spät! Was machst denn du hier nach unten? Machen. Was werde ich hier wohl machen? Lieber, du hast doch gesagt, du hast wieder eine Wohnung. Ja, Wohnung. Ist nicht so einfach mit einer Wohnung. Wozu habe ich dir dann die 1500 geliehen? Für die Kaution. Was hast du mit dem Geld gemacht? Silber, du hast es doch nicht wieder alles verzockt, oder? Verzockt. Was heißt denn verzockt? Ich hab gedacht, ich hatte so ein gutes Gefühl. Wenn ich jetzt verdoppel, ja, dann kriegst du deins auch gleich zurück. Hab ich gedacht. Du bist der größte Arsch, der hier rumläuft. Scheiße, da kommt jemand. Das ist Velma. Ich will nicht, dass der mich hier sieht. Jetzt raus hier. Wie du hier schlafen kannst, echt. Ja, wie? Hinlegen, Augen zu. So geht das Schlafen. Was soll ich denn machen? Ja, Nikolaido? Was? Wohin? Aber Chef, das ist am anderen Ende der Stadt und außerdem kann ich das ja. Ja, gut, ich komme. Kannst du dir vorstellen, dass die Polizeipräsidentin nicht gerne wartet? Irgendeine Ahnung, was passiert ist? Na, was wohl? Die Prinzessin ist zur Mama gerannt. Da sind Sie ja. Kommen Sie bitte. Kommen wir doch gleich zur Sache. Ich weiß ja nicht, was Ihnen Ihre Tochter erzählt hat, aber ich sage Ihnen jetzt mal, was wirklich passiert ist. Guten Morgen, meine Damen. Guten Morgen. Die kleine Drogenbotin war gerade so weit auszupacken. Da platzt Silvia mitten rein, ins Verhör. Wann war das? Auf jeden Fall nach Mitternacht. Dann war meine Tochter zu dem Zeitpunkt also noch im KK-15. Wann ist sie gegangen? Ja, gleich danach. Wieso? Was ist denn passiert? Ich habe um 9:30 einen Anruf erhalten. Wir haben Ihre Tochter. 5 Millionen, wenn Sie sie lebend wiedersehen wollen.
Packen Sie das Geld in einen roten, verschlossenen Plastikkoffer. Sie haben 6 Stunden Zeit, das Geld zu besorgen. Sonst nichts? Das war alles. Danach wurde die Verbindung unterbrochen. Was war das für eine Stimme? Männlich, weiblich, wie alt? Computerstimme. Die Nummer des Anrufers wurde nicht auf dem Display angezeigt? Selbstverständlich nicht. Okay, ich kümmere mich dann um die Fangschaltung für die Telefonleitung und die Aufnahmegeräte. Wir müssen natürlich Ihr Haus und dieses Gebäude hier observieren. Nah- und Fernüberwachung. Das übernehme ich. Ich werde den Einsatz vom KK-15 aus koordinieren. Mike und Dilber sollen die Frage klären, wo Silvia entführt wurde. Wer von den Psychologen hat denn Bereitschaft für die Verhandlung? Ich glaube Dr. Samek. Ja, prima, der ist gut. Ich brauche keinen Verhandlungsführer. Ich werde die Forderung erfüllen. Wie bitte? Sie haben mich richtig verstanden. Ich werde bezahlen. Aber wo wollen Sie denn 5 Millionen hernehmen? Die werde ich schon irgendwie auftreiben. Frau Polizeipräsidentin, ich kann Ihnen versichern, dass wir alles Menschenmögliche tun werden. Herr Jensen, ich respektiere Sie und Ihre Arbeit. Und auch die Ihrer Kollegen und Kolleginnen. Ich bin auch ganz sicher, dass Sie den Täter oder die Täter fassen werden. Aber Sie werden erst mit Ihrer Jagd beginnen, wenn ich meine Tochter wieder habe. Frau Mergentheim, wir haben Erfahrung auf diesem Gebiet. Ich sagte nicht, dass ich darüber diskutieren möchte. Sie sagen kein Wort zu ihm. Geil, was? Hey, du bist so clever. Und was ist mit den Handys? Die habe ich von Kalle. Der vertickt die normalerweise an die Dealer. Prepaid-Karten, falsche Adressen, irgendwo im Wilden Osten. Ich rufe mit jedem nur einmal an. Sollen sie doch die Nummer auskriegen? Hilft dir nicht. Rock'n'Roll! Die Entführer haben sich bisher nicht wieder gemeldet. Zum Glück. Naja, und das mit dem Geld, das wird ja auch noch ein bisschen dauern. Wo kommt das eigentlich her? Die Polizeipräsidentin kümmert sich persönlich darum. Was ist das hier anders? Was ist mit dieser Frau in der Zelle? Das ist eine Drogenbotin. Sabrina und Elden haben sie gestern verhaftet. Ah ja, richtig. Sie wollten sie heute noch mal verhören. Das muss warten. Hat die Frau einen Anwalt? Sie will keinen. Silvias Wagen steht um die Ecke. Das ist verrückt. Jetzt haben wir den Wagen überall in Hamburg gesucht. Und der parkt praktisch vor unserer Haustür. Da muss man erst mal drauf kommen. In unmittelbarer Nähe des KK-15? Ja. Mergentheim? Bist du sicher? Ja, kleiner Augenblick. Okay. Entschuldige mich. Danke, alles. Ja. Oh Mann. Direkt vor dem KK-15 entführt. Und ich habe sie vorher auch noch zur Sau gemacht. Ja, deswegen wird sie ja wohl kaum entführt worden sein. Trotzdem. Weißt du, meine Mutter... Was hat denn deine Mutter damit zu tun? Meine Mutter hat früher immer dafür gesorgt, dass keiner von uns im Streit aus dem Haus gegangen ist, dass da noch immer irgendwas Versöhnliches war als letztes Wort. Ja, meine Mutter auch. Ich will einfach nicht, dass meine letzte Erinnerung an Silvia die ist, wie ich sie fertig gemacht habe. So, ich bin fertig. Wann soll ich anrufen? In 20 Minuten. Fesch? In 3 Stunden haben wir alles hinter uns. Okay, ja, da gibt's nur noch Karibik, Sonne, Strand und Palmen! Das sind also 5 Millionen. Ja. Darf ich fragen, wie Sie das Geld so schnell aufgetrieben haben? Ich habe Freunde. So Freunde hätte ich aber auch gern. Ich habe alles Geld flüssig gemacht, das ich auftreiben konnte. Ich habe meine Verwandten angebettelt, meinen Banker angefleht. Ich habe jeden in meinem Reitclub angerufen und sogar meine Rotarier angepumpt. Reicht Ihnen das als Erklärung?
geht um mein Kind. Ich habe nur eine Tochter. Wir werden alles tun, damit Sie Ihre Tochter wiederbekommen. Ohne Kratze. Daran würde sie sterben. Meine Tochter ist Bluterin. An einem Schnitt oder einem Kratzer würde sie sterben. Warum hat sie das niemandem gesagt? Wieso durfte sie mit dieser Krankheit überhaupt ein Praktikum bei uns machen? Es ist doch keine Krankheit. Sie hatte eine Thrombose und muss jetzt Medikamente nehmen, die ihr Blut verdünnen. Trotzdem hätte sie unter diesen Umständen nie bei uns anfangen dürfen. Naja, nur kleines Team. Wir vom KK 15. Bitte halten Sie sich an die Anweisung. Es wird nur observiert. Moment, bitte. Mergentheim? Haben Sie das Geld? Ja. Ja, steht direkt vor mir. Nennen Sie Ihre Handynummer. Sie haben 5 Sekunden. 0172-7234-815. Hören Sie, ich möchte gerne meine Tochter... Es war zu kurz, um den Anruf zurückzuverfolgen. Ja? Nehmen Sie das Geld. Steigen Sie in Ihren Wagen und fahren Sie Richtung Gänsemarkt. Hören Sie, ich möchte bitte gerne meine Tochter sprechen. Jetzt zeig mal, was ihr drauf habt, ihr Bullen. Nichts geht mehr. Ja, Jensen. Verstanden. Übergabe ist am Gänsemarkt. Roger, ich bin bereit. Sie nimmt Ihren eigenen Wagen. Okay, Sie kommen raus. Straße lang. Verstanden. Chef, der Entführer telefoniert vom Handy. Haben Sie eine Nummer? Ja, aber... Ja, los, worauf warten Sie? Das LKA benachrichtigen, die müssen ihn ordnen. Das bringt nichts. Wieso? Er nimmt nach jedem Anruf ein neues Handy. Markt.
Sie geht auf das Denkmal zu. Wir haben sie im Blick. Heute passiert doch sowieso nichts. Er will nur testen, ob sie zahlen will. Der soll nicht so nah rangehen. Du sollst nicht so nah rangehen. Hey, ich mach das nicht zum ersten Mal. Entschuldige. Ein Mann kommt zu Ihnen und spricht Sie an. Sie geben ihm den Koffer. Sie sagen kein Wort. An alle. Übergabe. Übergabe hat stattgefunden. Ein Mann Mitte 30, olivener Anzug, helles Hemd, schwarze Umhängetasche. Der versucht, ein Taxi anzuhalten. Komm schon. Die Taxinummer, sonst fahre ich noch dem Falschen hinterher. Das ist die 210, das ist ein Benz. Okay, ich bin dran. Na toll. Hallo? Team 3, hört ihr mich? Dilba? Dilba? Wo steckst du eigentlich? Ich glaube, ich habe mich verfranst. Hallo? Kannst du mir mal sagen? Ich höre hier nur Knacken und Rauschen. Hi, was hast du gehört? Hey Leute, ich will ja nichts sagen. Aber. Was aber? Ich fürchte, der will zum Flughafen. Wo seid ihr denn? Jetzt sag doch mal was. Team 3, hört ihr Dilba? Aria Air gibt eine aus Gasänderung bekannt. Der Flug AA6587 nach Rio de Janeiro wird nun AA15 abgefertigt. Tickets bitte. Ja. Passt. Dankeschön. Haben Sie Gepäck? Ja. Stellen Sie es bitte aufs Band. Der Mann, der hier eben eingecheckt hat. Wohin fliegt er? Brasilien. Rio de Janeiro. Was? Rio? Der Mann, der den Koffer geholt hat, heißt Bernd Kappel. Als Adresse hat er Mühlenweg 17 in Hamburg angegeben. Ala soll das checken, so schnell wie möglich. Bin schon dabei. Was wollen Sie denn hier? Moment mal, Chef. Er will nach Brasilien? Ja. Sie wollten doch zum KK-15 fahren. Ich kann doch nicht einfach nur rumsitzen und nichts tun. Unerwarteter Besuch, Chef. Du, wenn der erstmal in der Luft ist, dann gute Nacht. Sollen wir den festnehmen? Sollen wir ihn festnehmen? Auf gar keinen Fall. Bitte, Sie dürfen nichts tun, was meine Tochter gefährden könnte. Dann müssen wir an ihm dranbleiben. Wir müssen an ihm dranbleiben. Wie stellen Sie sich das vor? Sie können doch nicht einfach nach Brasilien fliegen. Er will nicht, dass wir nach Brasilien fliegen. Sollen wir uns auf die Terrasse stellen und ihm zuwinken? Fliegen Sie beide. Ich übernehme die Verantwortung. Was kostet der Flug nach Rio? 1280 Euro plus Steuern und Gebühren pro Person.
Sind Sie da ganz sicher? Ich habe es dreimal gescheckt, Chef. Verstehen Sie das? Was hat das zu bedeuten? Das wissen die Götter. Informieren Sie die anderen. Ja, Alas? Was? Sag das nochmal. Was ist los? Dank dir. Dieser Mann, Kappel, der Rio-Flieger, der hat einen internationalen Kurierdienst. Und der hat den Auftrag, einen Koffer nach Rio zu bringen. Das heißt, er hat gar nichts damit zu tun? Ja, wahrscheinlich nicht. Was hat das zu bedeuten? Da stimmt doch was nicht. Da ist doch was oberfaul. Du musst doch total verrückt sein, wenn du einen Kurier mit 5 Millionen um die Welt schickst. Wer sagt denn, dass der Koffer überhaupt ins Flugzeug kommen soll? Wir sollen das so denken. Jetzt machen Sie es doch nicht komplizierter. Da ist was faul. Sie fliegen mit und beobachten. Aber Sie greifen nicht eher ein, bis meine Tochter frei ist. Haben wir uns da verstanden? Geht gar nicht an Bord. Das glaube ich nicht. Der Mann hat eingecheckt und wartet auf seinen Abflug. Ihr Kollege hat ihn keine Sekunde aus den Augen gelassen. Also bitte, checken Sie jetzt auch ein. Du, ich habe eine ganz andere Idee. Wie geht's zur Gepäckabfertigung? Wie bitte? Ja, wie geht's dahin? Moment, was haben Sie vor? Ja, wie kommen wir dahin? Durch die Kontrolle und dann die erste Treppe links runter. Geht doch. Hey, warten Sie! Scheiße. Wo ist denn der verdammte Koffer? Wie kriegt man denn hier einen Überblick? Am besten von da oben. Jetzt bloß nix. Da ist sie. Denn damit hin? Nach Rio doch wohl nicht, ja? Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Was habe ich denn getan? Das wissen Sie ganz genau. Ja? Mike, wir haben den Koffer. Was machen wir jetzt mit diesem Kappel? Sollen wir den fliegen lassen? Na, kümmere dich um ihn. Sabrina, schau doch mal. Ja, Kriminalpolizei Lehmann. Sie fliegen nach Rio? Da ist das Geld. Erklären Sie das mal. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen! Ich glaube, das wissen Sie ganz genau. Wo ist Sylvia Mergentheim? Hallo!
Kann ich die Handschellen nicht machen. Wo bringen Sie mich hin? Na, wohin wohl? In den Verwahrtrakt. Ich kriege Platzangst, wenn ich eingesperrt bin. Ja, das hätten Sie sich früher überlegen müssen. Man muss mich hier rausholen. Ganz schnell, ich will hier raus. Sabrina? Ja? Mike hat diesen Kappel verhört. Ah. Ihr hattet recht. Er hatte einen Kurierauftrag nach Rio. Mhm. Die Kleine, sie möchte verhört werden. Danke, alles. Du wolltest mit mir sprechen? Danke. Ich habe nachgedacht. Hatte ja Zeit genug. Ja? Und? Wenn ich auspacke, komme ich dann hier raus? Kommt darauf an, was du zu sagen hast, also. Okay, ich pack aus. Das ist eine gute Entscheidung. Also, da ist so eine Kneipe. Aber eigentlich ist es ein illegaler Spielclub. Und wie heißt der Laden? Zu den drei Ratten. Und der Typ, der dich beauftragt hat? Pitt. Peter Stahl. Komm, Baby, ruf schon an, Mann. Eva? Ja. Was? Gefangen? Im KK-15. Scheiße. Hey, Moment, stopp! Was? Was hat Eva genau gesagt? Genauso hat Eva das gesagt? Ja. Okay. Okay. Diese Scheißviecher. Fresst euer Rattengift. Bis jetzt haben wir nur eine Entführung. Aber wenn Silvia Mergentheim irgendetwas zustößt, dann haben sie eine Mordanklage am Hals. Ich weiß doch gar nicht, was sie von mir wollen. Richter, U-Haft und so weiter. So, so. Sie haben also nichts damit zu tun. Warum sind Sie damit einen Koffer weggerannt, der Ihnen nicht gehört? Ich dachte... Was? Der Koffer, der sollte auf einen Flieger. Ich hatte ihn vergessen. Ich wollte ihn noch schnell auf den Wagen bringen. Weil man zu Fuß viel schneller ist als ein Traktor, ja? Ich musste es doch versuchen. Ich wollte keinen Ärger bekommen. Ich bin noch in der Probezeit im Flughafen. Wenn man da was verbockt, ist man draußen. Und von 100.000 Koffern, da vergessen Sie ausgerechnet den, in dem 5 Millionen stecken. Das können Sie jemand anderem erzählen, meine Liebe. Da müssen Sie sich schon was Besseres einfallen lassen. 5 Millionen? Jetzt hören Sie doch auf mit dem Unsinn. Wir wissen, dass Sie Unsinn reden. Also was sollen diese Spielchen? Sie sitzen ganz schön in der Scheiße und da bleiben Sie auch sitzen, so wie ich das sehe. Die Idee mit dem Kurier nach Rio, die war wirklich gut. War das Ihre Idee? Wir werden Ihnen jeden einzelnen Schritt beweisen, ob Sie nun reden wollen oder nicht. Ich habe doch gar nichts damit zu tun. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich sollte nur... Ja? Sie sollten nur was? Warum habe ich das getan? Warum habe ich mich darauf eingelassen? Ich hätte doch wissen müssen, dass es Ärger gibt. Und deswegen 1.000 Euro. Tausend Euro? Ich wusste nicht, was in dem Koffer war. Ich sollte ihn vom Band nehmen, ein neues Label dran machen und auf einen Wagen von einem anderen Flieger stellen, der gerade gelandet war. Und wer hat Ihnen den Auftrag erteilt?
Diese Frau. Welche Frau? Sie war mit Ihnen am Flughafen. Was hat sie da eben gesagt? Die Polizeipräsidentin. Die Mutter der Entführten. Hat sie beauftragt. Das ist die Polizeipräsidentin. Kennen Sie diese Frau? Was soll das gewesen sein? Ich habe diese Frau in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Ist sie zu Ihnen an den Flughafen gekommen, hat gesagt, hier hast du 1000 Euro, dafür machst du mir die Nummer mit dem Koffer oder wie? Das können Sie doch Ihrem Friseur erzählen. Also wir Verdammt, was soll das? Sie sollen einfach fragen, wo meine Tochter ist. Polizeipräsidentin, Sie wissen doch, wie ein Verhör läuft. Sie hat mich vor einigen Tagen am Tor zum Flughafen abgepasst. Ich hatte meinen Overall an. Also wusste sie, dass ich da arbeite. Sie fragte mich, in welcher Abteilung. Ich habe es ihr gesagt und sie fragt mich, ob ich mir was dazu verdienen möchte. Ich weiß doch ganz genau, dass ich hier bin. Jetzt lassen Sie mich bitte zu hier. Es tut mir leid, aber das geht nicht. Sie wissen doch ganz genau, dass Sie nicht am Flughafen arbeiten. Das haben wir doch längst gecheckt. Sie glauben mir nicht? Richtig. Ich würde sagen, wir machen mal eine Pause. Ja. Darf ich mal? Sie entschuldigen mich. Das glauben Sie doch nicht, dass unsere Polizeipräsidentin ihre eigene Tochter entführt. Sie haben es ja gehört. Das ist keine Antwort. Aber halten Sie es für möglich? Sie wollte uns daran hindern, in die Gepäckabfertigung zu gehen. Wie ist sie überhaupt zum Flughafen gekommen? Ja, sie hat mich angerufen, um zu erfahren, wie der Stand der Dinge ist. Und ich habe ihr gesagt, wohin der Bote gefahren ist. Irgendwie war sie merkwürdig am Flughafen, ne? Mhm. Sie hat ständig rumtelefoniert. Warum sollte sie sich selbst erpressen? Es ist nicht ihr Geld. Sie hat sich's überall zusammengeliehen. Sie hat doch genug. Die Familie Mergentheim ist wohlhabend. Warum? Manche brauchen immer mehr, wissen Sie's? Sie sind also der Anwalt von Frau Herbrechter. Was dagegen? Ich habe gar nicht gewusst, dass sie angerufen hat. Wie sind Sie eigentlich reingekommen? Ich hatte die Tür abgeschlossen. Es hat mich einer reingelassen. Wo ist denn jetzt meine Mandantin? Ich sage Bescheid, dass Sie hier sind. Es kommt jemand, der holt Sie ab. Anmeldung brauche ich keine. Soll eine Überraschung sein. Sie glauben doch wohl nicht einfach, was diese Person sagt. Natürlich nicht. Aber Sie sind doch selbst Polizistin. Sie wissen doch, dass wir diesem Hinweis zumindest nachgehen müssen. Ich habe diese Kriminelle nicht am Flughafen getroffen. Ich habe ihr nicht den Auftrag gegeben, den Koffer zu holen, und ich habe ihr auch keine 1000 Euro gegeben. Reicht das jetzt? Können wir uns endlich wieder um meine Tochter kümmern? Sie haben sie also noch nie gesehen? Ich habe so viele Menschen in meinem Leben gesehen. Ich kann mich nicht an jedes Gesicht erinnern. Ja oder nein? Wenn Sie mich so fragen, doch, ich glaube, ich habe sie doch schon mal gesehen. Bei einer Razzia in einem illegalen Spielclub. Aber das ist wahnsinnig lange her. Ich war damals noch im aktiven Dienst. Und wie heißt der Club? Ich weiß es nicht mehr. Wir haben damals wahnsinnig viele Razzien gemacht. Sagen Sie mal, werde ich jetzt verhört? Sie sollen die Frau da zum Reden bringen. Na gut. Geben Sie mir den Schlüssel. Geben Sie mir 5 Minuten mit ihr und ich bringe sie zum Reden. Dieses verlogene Miststück weiß doch ganz genau, wo Silvia ist. Die wird gar nichts mehr sagen, wenn Sie auf sie losgehen.
Ja, Entschuldigung. Sie haben ja recht. Ich möchte doch bloß meine Tochter wieder haben. Entschuldigt, ich bin ein bisschen spät. Ich weiß, Frau Polizeipräsidentin, aber ihr wart plötzlich alle verschwunden. Und irgendwas ist mit meinem Funkgerät. Irgendwann erzählt's deinem Friseur. Ach du Scheiße. Kennst du die etwa? Naja, also vom Sehen. Ich war mal in so einer Bar. Und komm, lass uns das mal draußen klären, ja? Sie entschuldigen uns kurz. Komm mal mit uns, komm. Hast du in diesen Laden gezockt? Naja, irgendwie, ja doch. Und du konntest natürlich wieder nicht die Klappe halten. Hast du irgendwas erzählt, hä? Dass die Tochter von der Polizeipräsidentin bei uns ihr Praktikum macht? Wann sie kommt, wann sie geht. Nee. Ich habe überhaupt nicht über sie geredet. Aber diese Eva, das ist die Freundin von dem Besitzer da. Peter Stahl. Für den hat Maya das Dope geschmuggelt. Wo hatten wir noch seine Hände drin? Ja, überall irgendwie. Aber der Kopf ist die Kleine, diese Eva. Der tut alles, was sie sagt. Und ich meine, echt alles. Wir nehmen den ganzen Laden hoch. Wir brauchen eine MEK-Einheit. Silber, du sagst Jensen Bescheid. Ich habe Jensen heute in der Kantine gesehen, zusammen mit Mike. Okay, wo ist die Frau? Wovon sprechen Sie? Die Frau vom Flughafen, Eva. Unten im Sicherheitsbereich, im Keller. Ganz gleich, wer Sie sind und was Sie vorhaben. Sie werden damit... Schau doch mal nach. Ja. Schau mal nach, sag Bescheid. Ich bin doch hier nicht der Laufbursche. Na toll, und wo ist er jetzt? Chef, was machen Sie denn da? Wir waren hier an meinem Computer. Im Zweifel immer Dilber. Mist, kein Amt. Mann, kann man den Kerl keine 10 Sekunden alleine lassen? Silber! Selma, hauen Sie ab und holen Sie Hilfe! Warum sind wir blöd? Warum rennen wir denn nach oben? Dafür. Von hier. Hey, lebt er noch mehr? Wenn ihr meiner Freundin was tut, dann leg ich die Kleine um. Er hat sich Zeit gelassen. Sie haben meine Tochter entführt. Dann behaupten Sie, ich stecke dahinter und jetzt hetzen Sie uns diesen Amokläufer. Vorsicht! Alles, was Sie mit mir machen, macht Piet mit Ihrer Kleinen. Alles! Darüber! Los! Ich alarmiere das MEK. In 10 Minuten ist das ganze Gebäude. Wir haben hier unten kein Netz und im ganzen Gebäude geht kein einziges Telefon. Der muss alle Leitungen gekappt haben. Moment mal, was ist mit unserem Hausmeister? Vielleicht hat er den übersehen.
Wenn ihr die Eva nicht rausrückt, dann komm ich rein und hol sie mir! Sie kommen hier nicht rein! Und ihr kommt hier nicht raus! Moment mal. Soll das heißen, wir sind hier drin gefangen? Genau so ist es. Was ist mit ihren Leuten? Jensen und die anderen? Gefesselt, soweit ich gesehen habe. Felmer muss zum nächsten Telefon an der Ecke und in spätestens 5 Minuten ist der erste Wagen von der Davidswache da. Ja, die müssen jeden Moment da sein, bis dahin müssen wir Zeit gewinnen. Würde ich nicht drauf wetten. Wenn meiner Tochter irgendwas passiert, dann... Was dann? Wollen Sie mir drohen? Womit denn? Halten Sie endlich die Klappe, sonst... Sonst? Sonst kleben wir Sie zu. Hey! Put, put, put! Ja? Geht doch! Der Donner wird zu Hause. Ja, und gleich kommt eine Hundertschaft, MEK. MEK, bla bla bla. Haut die Bullen flach mit Stuhlen. Mal weiter, ihr sitzt in der Falle. Ja, aber auch nicht mehr als Sie. Ihr könnt ja Deal machen. Ihr schickt mir meine Eva raus. Und die 5 Millionen. Dann bleibt die Kleine am Leben. Ich würde nicht so lange überlegen, Leute. Ihr habt keine andere Wahl. Niemand verlässt den Raum, bevor ich meine Tochter wieder habe. Verstehen Sie? Wir werden Sicherheitsdienst sagen, wo sie ist. Ist ja Ehrensache. Okay, aber vorher wollen wir ein Lebenszeichen von Silvia, sonst läuft hier gar nichts. Ich kann sie ja auch scheibchenweise servieren. Lassen Sie sie gehen. Er kann auch Silvia gar nichts tun. Er hat sie nicht hier, verstehen Sie? Er kann nur bluffen. Und sobald er weg ist, sind wir ganz schnell draußen. Gibt's denn da zu lachen? Wer glaubt, wird selig. Ich weiß etwas, was du nicht weißt. Du hast mir gesagt, die Sache wäre überhaupt kein Problem. Das wäre in 5 Minuten alles vorbei. Aber du hast mir nicht gesagt, dass du hier einen Krieg anzetteln willst. Naja, wenn sie sich am Arsch haben, dann haben sie richtig am Arsch. Kannst du endlich was tun für dein Geld. Scheiße. Ja, scheiße. Wie komme ich da rein? Gar nicht. Den Schlüssel haben die vom KK-15. Dann hol die Kleine. Wir sind hier unten im Keller. Ellen, komm mal. Was ist denn los? Bist du wahnsinnig? Das ist doch selbst, oder?
da draußen wird's ein wahnsinniger. Nein, ich möchte nicht. Was gibt's zu flüstern? Halt die Klappe! Der Feuermelder. Aber der ist auch gar nicht mit der Feuerwehrzentrale verbunden. Aber mit den Alarmglocken draußen. Mädels, macht euch doch nicht lächerlich. Ein Ton und sie schießt! Ab! Verdammt! Wo bleibt der Idiot? Wo sind wir hier? Ich hab die Klappe! Steck mich nicht so an! Komm! Komm jetzt, komm! Kann nicht so schwierig sein! Gegen Pitt hat keiner eine Chance. Das ist doch wahr, oder? Super Idee. Was machen wir jetzt? Kann gar nicht sein, die kann da nicht stundenlang telefonieren. Was? Was war denn das? Ach, Schüsse, würde ich sagen. Na komm. Na komm schon her. Na komm schon. Komm. Was hast du mit der gemacht? Das war ich nicht. Die hat versucht, die Tür aufzukriegen. Pass mal ein bisschen auf. Reiß dich mal hier. Meine Jacke, so teuer. Krieg ich ja nie wieder raus. Was ist denn reißen hier? Was haben Sie mit meiner Tochter gemacht? Gar nichts habe ich gemacht. Ist alles okay, Mama? Schatz, was hat er mit dir gemacht? Das hat sie alles selber gemacht. Es ist alles in Ordnung, Mama. Deine Hand, Schatz, du blutest. War das der Film? Du weißt doch. Ich glaube, ja. Mama. Dann steckt er mit ihm unter einer Decke. Dann war die hier die ganze Zeit im Kacke 15. Kannst du stolz drauf sein? Hier im Gebäude. Das gibt's doch nicht. Es tut mir so wahnsinnig leid, Kleines. Mama, mach dir keine Sorgen, du kannst ja nichts dafür. Das schaffen wir schon, wir haben doch alles geschafft, was wir wollten. Okay. Schluss jetzt mit der Familienzusammenführung. Ich will meine Eva.
Und die Kohle? Sie bekommen alles. Sie bekommen einfach alles. Alles ist nicht genug. Her mit dem Geld für den Mann von Welt. Na los! Rock'n'Roll! Hopp, hopp! Bitte, sie braucht einen Arzt, bitte. Später. Erst die Kohle. Sonst. Mach schnell. Sie werden alles bekommen. Kluge Frau. Und wehe. Irgendwer versucht hier irgendwelche Tricks. Das ist ein ausbruchssicherer Bereich. Der einzige Weg führt da draußen durch die Gitter und da sitzt ein Verrückter mit der Maschinenpistole. Was war denn das? Was denn? Geh da noch mal lang. Hörst du das nicht? Beweg die Kauleiste. Zurück zum Abendessen. Das ist ein Schacht. Frag dich nur, wo der hinführt. Na, Hauptsache nach draußen.
Die Polizei, dein Freund und Helfer. Wer will denn jetzt noch was? Okay, keiner rührt sich. Nicht weglaufen. Was ist denn bei Ihnen los? Das Telefon geht nicht, keiner kommt an die Tür. Nicht keiner? Unsere Dienststelle hat im Moment ein anderes Aufgabenspektrum. Wenn Sie eine Anzeige machen wollen, gehen Sie zur Davids Wache. Ich will keine Anzeige machen, ich will zu meiner Frau. Ach ja? Ja. Ich kenne Sie gar nicht. Sind Sie neu hier? Ja, neu. Klar bin ich neu hier. Wer ist denn Ihre Frau? Ellen Ludwig. Kommen Sie rein. Wird sich aber freuen. Munition? 3 oder 4 Schuss. Ihr müsst mir so viel Zeit wie möglich verschaffen, dann kann ich Hilfe holen. Sie tun aber nichts, was Silvia gefährden könnte. Natürlich nicht. Ich versuch's. Aber sei vorsichtig. Ja. Was wollen Sie denn von mir? Ich weiß doch gar nicht, worum es geht. Ich weiß es. Na? Wie sieht's aus, Frau Hauptkommissarin? Wer hat jetzt die besseren Karten? Ihr schickt mir jetzt meine Eva mit dem Koffer raus. Das hat ein alter Loch in der Birne. Thomas, keine Angst. Ich hol dich da raus, ja? Wo ist meine Tochter? Die kriegst du auch wieder. Hab ich doch gesagt! Ich will mit dir reden! Die ist verhindert! Frau Hauptkommissarin! Ludwig! Ja, gleich! Ja? Wie sieht's aus? Geh jetzt in den Koffer holen. Was soll das? Sind Sie wahnsinnig? Der hat meinen Mann. Der hat mein Kind! Sie geht nicht! Hören Sie zu, Sie abschauen! Hey! Immer schön höflich bleiben, ja? Ich lasse Sie erst gehen, wenn Sie meine Tochter herbringen! Das geht jetzt nicht!
Ich würde nicht noch mehr quatschen. Ich würde auf ihn hören, wenn Sie Ihre Tochter wieder haben wollen. Ich habe jetzt genug gewartet. Wir wollen ja alle mal nach Hause. Ihr habt jetzt 2 Minuten. Wenn dann meine Kleine mit dem Geld nicht da ist, dann drücke ich ab. Sie bleibt hier. Bleibt sie nicht. Sie bleibt. Und Tisch. Bloß hinsetzen! Ihr habt jetzt noch 1,30. Scheiße. Du bleibst hier. Wir haben doch gar keine andere Wahl. Sie bleibt hier. Sie ist das Einzige, was wir haben. Na los, an die Wand! Was ist mit meiner Tochter? Ich weiß es nicht. Sie muss leben. Sie haben doch gehört, er lässt sich auf nichts ein. Was wollen Sie jetzt tun, ha? Wenn er bei Null ist, dann erschießt er meinen Mann. Was wollen Sie dann tun, ha? Erschießen Sie dann Eva, ja? Tun Sie das? Dann ist Sylvia mit Sicherheit auch tot. Also, Frau Polizeipräsidentin? Mit Eva raus, mit dem Geld. Sofort. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Herr Stahl, hören Sie, sie kommt! Geht ja nichts über ein bisschen Druck. Ich muss noch darüber, ich muss das Geld holen! Okay, aber keine Tricks, ja? Sonst knallt's. Okay. Wenn Sie losrennen, bevor mein Mann in Sicherheit ist, dann kriegen Sie einen coolen Kopf, das Schwürchen. Sind Sie soweit? Die beiden treffen sich am Gitter, verstanden? Okay, bin ja nicht blöd. Sie kommt jetzt! Thank you.
Er hat's geschafft! Geh! Hey, easy going! Wo ist meine Tochter? Was hat sie mit meiner Tochter gemacht? Mann, ich möchte mit meiner Tochter... Rock'n'Roll! Ist nicht weit. Na, sucht mal ein bisschen. Put, put, put. Heizungskeller. Put, put, put. In einer Stunde rufen wir die Cops an. Die können euch dann alle befreien. Ich hoffe, die Kleine ist dann noch am Leben. Alles in Ordnung, sie lebt. Oh, komm. Ich hole einen Krankenwagen. Das alles nicht. Ich, für Sie, ich wollte es nicht. Ja, ja. Ich hätte Sie für intelligenter gehalten. Scheiße. Halt die Klappe, Silber. Wie geht's dir, Schatz? Ach, schön, dich zu sehen. Wird auch Zeit. Wo bleibt er denn so lange? Wir verschimmeln ja hier. Können Sie mir bitte sagen, was hier los ist, meine Damen? Es war eine lange Nacht, Jeffy. Ja.
weiß ich, wo die Tickets sind. Seltsam. Ja. Ganz egal, was in der Nacht passiert ist. Irgendwann kommt immer der Mann.